Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren verwirrten Runde mit André. Im Thema Sky Factory 3. Ich wundere mich gerade die ganze Zeit, was ich denn hier rausziehe aus der blöden Schmiede und was ist Konstantan? Und ich habe ja echt gedacht, dass sich Kupfer und Nickel nicht miteinander verbinden. Wieso auch? Gab's bisher nicht. Gibt's jetzt schon. Nennt sich Konstantan. Und ist von Immersive Engineering. Wozu man das jetzt im Allgemeinen braucht, weiß ich noch nicht. Ich meine, gut. Was haben wir denn hier alles noch? Hier Gießen, bla 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 bla. Was war das gewesen hier? Die Platte, die wird mit Sicherheit für irgendwas geben müssen. Ah, ein Schiedmetall. Achso, gib mal einer an. Ein Schiedmetall, das ist doch, um einen Tank herzustellen. So ein Wassertank. Na, das wäre doch auch eine Maßnahme, wenn man hier unendlich Wasser hätte. Okay, also jedenfalls, wie heißt das? Konstantan? Konstantan, genau. Gibt es hier jedenfalls auch. Und ich habe kein Nickel mehr. Ich hoffe aber auch nicht, dass ich Nickel auf irgendeine Art und Weise jetzt bräuchte. Derweil, wo ich hier gestanden habe, ich habe ein bisschen was umgebaut hier. Ich habe die vier Kuschelbüste endlich mal hingesetzt. Ich habe auch Lava unten runter eingesetzt. Verdreifacht mal eben die Schmelzgeschwindigkeit von Stein zu Lava. Und da habe ich überlegt, ja, was brauchst du jetzt noch? Okay, Obsidian, kein Problem, kriegen wir jetzt ja hin. Das können wir jetzt ja ruckzuck machen. Da kriegen wir jetzt mit einem Schlag genug zusammen, um ein Portal und einen Zaubertisch herzustellen. Aber für einen Zaubertisch fehlt mir natürlich ein little bit Buch, Papier, Sugar Crane Seeds haben wir da drin. Und wir brauchen Leder. Leder, Kuh hinten. Sprich, Kuh, Leder hinten, vermehren, Weizen, Farm. Also, was sollte der nächste Schritt sein? Wir müssen uns eine kleine Farm herstellen. Ne? Unsere kleine Farm kennen wir alle, ganz wichtig. Zack, die werden wir jetzt reparieren. Ja, die werden wir also noch herstellen. Die müssen wir noch machen, damit wir genug Material haben. Ich meine, ich habe hier noch Kühe. Ich bräuchte ja eigentlich nur ein Leder. Müsste aber jetzt hier wenigstens irgendwie... Mann. Da ist er. Hat er sich bestimmt rausgebackt das letzte Mal. Den Arschloch. So, müsste ich jetzt wahrscheinlich... ein bisschen... Hier, Sugar Crane. Müsste ich hier mal gucken, wird am besten machen. Da werde ich dann auch so eine unendliche Wasserquelle irgendwo laufen lassen. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, weil ich könnte jetzt Wasser hier laufen lassen. Ich möchte natürlich auch nichts verlieren. Ja, das ist immer ganz wichtig. Nichts verlieren. Wir sind hier in der Void World. Großes Ziel. Achso, zwei Compress Dust habe ich übrigens noch fertig gemacht. Beziehungsweise waren ein paar übrig. Ich habe es mal auf zwei komplette Compressed aufgestockt und wir haben Glowstone und Schwarzpulver dazu gekriegt. Sehr schön. Und auch einen von diesen gebrochenen... Alter, das ist doch herrlich. Es geht doch voran, Mann. Es geht doch voran. Da soll mal einer sagen, wir können hier nichts. So, Blei und Leder. Kommt jetzt hier noch irgendwo rüber hier? Ja, yep, so machen wir das. Ach, sehr schön. Jetzt machen wir einmal diesen und einmal diesen. Dann hauen wir die beiden hier rein. Dann haben wir nichts verschwendet. So, das heißt, ich bräuchte jetzt irgendwie ein bisschen... Ja, Sand natürlich, war es klar. Wir müssen also ein bisschen Sand zusammenhämmern. Wie viel bin ich mir gerade nicht so sicher. Mal gucken, wie viel jetzt bei rauskriegen. Wir bräuchten ja irgendeine gerade Zahl. Das wäre schon mal eine Maßnahme. Es muss ja auch nicht so riesig sein. Ja, normalerweise eben baue ich doch sehr groß. Aber auch nur, weil ich es kann und weil es eben geht. In der Welt wird es ein bisschen schwierig, weil es ist ein bisschen langwieriger, wenn man hier sneakt, Block für Block sich nach hinten schleicht, um irgendwie da mal einen Block ranzusetzen. So, und ich habe natürlich kein Hammer mehr. So, dann machen wir mal hier mal Vierer raus. Dann nehmen wir mal auch gleich noch zwei Steine mehr. So, ob wir hier nichts übrig behalten. So, zap, zarab, zap, zarab. Na, wirst du wohl. Okay. Und das und das. Jetzt habe ich aber aus irgendeinem Grund... Ne, habe ich nicht.
War ein Anzeigefehler, alles klar. So, das kommt dahin, fertig. Wo war ich denn? Genau, hier natürlich halt nicht allzu groß, weil man muss ja auch alles wieder irgendwie zusammenkriegen. Jetzt ist die Frage, warum habe ich jetzt hier den Kies? Achso, weil der, wenn man mit dem Hammer irgendwas abbaut und in dem Augenblick, wo der Hammer kaputt geht, ploppt der Stein nicht wie abgebaut ins Inventar oder überhaupt ploppt er nicht, sondern er ploppt in das Item, was da vorher war. Deswegen hatte ich gerade wieder einen Stein mehr im Inventar. So, jetzt haben wir Sand, ich bin da wieder zu viel gemacht. Und das haben wir. Gut. Haben wir. Nein, Holz war jetzt scheiße. Holz wollen wir nicht. Wir nehmen Stein mit. Ich weiß auch nicht, wie viel. Komm. Machen wir einfach diesen hier. Wir haben hier zwei Stacks. Ja, komm. Wir verlieren ja Gott sei Dank nicht. Wir können ja alles wieder zusammen craften. So, haben wir das auch. Was wir dann noch bräuchten, wäre noch Wasser. Da können wir uns eine unendliche Wasserquelle machen. Das passt natürlich auch. So, da haben wir Tiere. Da haben wir. Ich würde sagen, wir machen. Ja, so. Feldtechnisch würde ich. Achso, wir haben die Erde. Nee, Erde brauchen wir gar nicht. Ich würde sagen, wir haben. Wir haben hier gut Platz. Wir können es hier machen. So. Der Sand kommt natürlich jetzt da drauf. Sprich, wir haben auch selber höher auch Wasser. Nee, wir haben jetzt hier Wasser auf der Höhe. Hier wieder Sand. Ja. Okay. So, den ziehen wir erstmal wieder runter hier, weil den brauchen wir natürlich erstmal nicht. Dann nehmen wir jetzt hier den. Zap, zarab und zuppel, zuppel. So, machen wir erstmal nach diesen hier. So, dann kommt da Sand, Sand hin. Hier kommt das Wasser hin. Genau, so. Sehr schön. Haben wir jetzt hier noch? Wir brauchen jetzt nochmal. Einen nehmen wir weg. Okay, sieben. Jeden sieben Felder haben wir hier eins. Dann haben wir jetzt hier eins, zwei, drei. 4, 5, 6 und 7 und werden dann jetzt hier noch mal da einen Sand drauf setzen. Dann haben wir zumindest erstmal die Fläche fertig, die wir nutzen. Warum mache ich jetzt zwei rein Cobblestone? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hätte eine machen können. Hätte auch hier reicht. Ich habe jetzt zwei gemacht. Wie gesagt, warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. War jetzt halt so. Okay. Sehr schön. Cool. Also ich habe echt schon schwierige Aufgaben. Ja, war das ist jetzt echt. Das fängt gerade an, so ein bisschen easy going zu werden. Aber wollen wir uns mal nicht aus dem Fenster lehnen. Ich kenne ja mein Glück. So, machen wir eine Fackel hin, dann werden wir noch in der Mitte eine Fackel setzen. So, sehr schön. So, damit wir hier auch nichts verlieren. Okay, hier hätte jetzt wieder eben einer weniger gereicht. Ja, ich dachte, geht nur darum, dass wir hier wirklich nichts verlieren. Ich bin übrigens ziemlich dusselig. Ich habe ja hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Haarsets und so gearbeitet. Ich hätte auch Treppen nehmen können. Hatte ich auch da drüben gemacht. Ist alles kein Thema. Aber was es hier noch gibt, guckt euch. Nee, das klappt hier natürlich nicht. Müssen wir am Tisch machen. Es gibt tatsächlich so eine ganz komischen Schrägen, die mich doch sehr an Tinker's Construct erinnern. Allerdings sind die nicht von da. Da haben wir sie. Kann man aus Cobblestone machen oder aus Stone. Witch. Von Missing Pieces. Kenne ich nicht. Sieht aber sehr interessant aus. Aus Endstone, aus roten Sandstein, normalem Sandstein, Stein und Bruchstein. Sieht sehr interessant aus. Kann man bestimmt irgendwas mit anstellen. Warum mache ich jetzt hier eigentlich drei? Wird denn nur doof? Lass mich doch einfach nur zwei hier machen. So. Ich mache das übrigens aus dem Grund jetzt hier auf halber Höhe, wollte ich mir erklären, damit hier nichts passiert, beziehungsweise damit ich halt, war die geleckt,
damit ich hier nichts verliere. Es wäre nämlich äußerst ärgerlich, wenn sich der ganze Aufwand nachher rächt, indem man alles verliert, was man hier gemacht hat. So, das werde ich hier unten. Mache ich das zu? Mache ich das nicht zu? Ach, für die Spannung lassen wir das ein bisschen offen. So, das Wasser nehmen wir hier. Machen wir auch zu, dass da nichts drin fällt. Muss ja keiner sehen. Ist ja nur einfach unsere insgeheime Farm. Ja. Ja. Kick an. Wunderbar, das passt. Das passt auch. Wenn ich jetzt das wegnehme, habe ich schon drei. Sehr schön. Kann ich mir schon mal ein Papier machen? Wunderbar. Buch ist also kein Problem. Was machen wir jetzt noch? Wir gehen eine Kuh besuchen. Wir haben nämlich mittlerweile drei. So, und weil wir drei haben, haben wir jetzt nur noch zwei. Ja, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Wir haben... das ist jetzt gerade die 18. Folge. Ich habe jetzt hier, keine Ahnung, schon 6 Stunden oder irgendwas schon verbracht. Und was ist? Ich habe den Kuhschubser erreicht. Nee, ich habe nicht 6 Stunden verbracht. Ich habe mittlerweile 12 Stunden oder so verbracht. Ist ja unglaublich. Naja, gut. Das war jedenfalls die Grundvoraussetzung. Das heißt, wir können uns jetzt in dem Augenblick einen Zaubertisch machen. Und wir können einen Mesh verzaubern. Das Lustige ist, man kann, wenn man das hier abbaut, das Eisenmesh, dann hat man das Sieb und das Netz. Hat man wieder im Inventar. Das finde ich interessant. Das ist hier. Okay, ein Eierstack haben wir jetzt schon voll. Leder brauchen wir gleich. Das Fleisch, ja, das machen wir irgendwann mal. So, zack, zack. Dann machen wir diesen. Ach, wir haben sogar 2 Leder gekriegt. Das ist natürlich was verändert. Das ist natürlich was verändert. So, haben wir hier auch. Futteralien brauchen wir erstmal jetzt so nicht. Melonenkörner, Grassamen haben wir halt noch. Passt perfekt. Das Knochenmehl sehe ich gerade. Das kann hier unten erstmal noch mit rein. So. Ja. Das hauen wir hier wieder zusammen. Damit wir einfach mal keinen Platz verschwenden. Ist das auch erledigt. So, Hühnermist kommt hier auch noch rein. Perfekt. Okay, Wassereimer haben wir da. Kein Problem. Kein Problem. Wir sollten uns... Ach, bin doch blöd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Wir können doch hier noch gleich ein bisschen... Wo hat der meinen Eimer jetzt wieder gelassen? Mann! Den habe ich doch irgendwo vorhin... Ah, habe ich ihn rausgepackt. Alles klar. So. Haben wir den. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, machen wir hier wieder überall 4 Steine rein. Warum habe ich jetzt übrigens... Ich habe doch... Achso, ja. 3 mal 4 macht 12. Ich brauche 16. Reden wir nicht drüber. Oh. Das klappt mit dem einmal witzigerweise nicht, weil ich gerade Lava... Ich habe Lava rausgenommen. Mann! Ich habe Lava rausgenommen. Gut, dann machen wir das eben auch noch anders. Gar kein Problem bei uns. Dann ist zwar der Ene jetzt kaputt. Der eine Eimer, aber das soll mich auch nicht weiter stören. So. Daran habe ich nämlich vorher nicht gedacht, dass es eventuell passieren könnte. Jetzt weiß ich's. Aber gut. So, wenn ich jetzt... das heißt, es ist doof, wenn ich da... Ich hab eigentlich gedacht, mit Shiften müsste das gehen, aber... Nö. Finde gerade noch ein bisschen...
Ach, ein bisschen unglücklich hätte ich beinahe gesagt. Gefällt mir nicht so. Dreimal. Was haben wir denn hier drin? Wir haben 2, 5, 2, 6. Okay, hier haben wir ein bisschen mehr Lava rausgeholt schon. Ach. Ja, gut. Dann ist es so. Wir gucken mal, ob wir jetzt noch ein bisschen mehr Lava rausholen können. Ist das gerade blöd? Das möchte ich anders haben. Das möchte ich so nicht haben. Das gefällt mir so nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir machen uns hier nochmal. Ich werde wohl doch immer so ein paar Half-Slabs hier, werde ich immer in Reserve unten halten. Das macht nämlich gerade keinen Sinn. So, zack. Ich habe mir das doch ein bisschen schöner vorgestellt, dass man so einfach hier, keine Ahnung, hier so, macht man einfach hier so ran so und dann wartet. So, damit habe ich aber jetzt meine... Ach, das ist meine Craft-Ecke hier. Ach, das ist doch alles blöd. Oh. Spitzhacke. Na gut, wir haben ja die hier noch. So, dann können wir hier trotzdem noch irgendwie denn die Steine abholzen. Das ist dann kein Problem. So, hoch kommen wir denn hier aber. Obwohl, wenn wir das so machen. Nee, kommen wir auch nicht ran. Ach, ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Muss ich mir noch schön machen. Muss ich mir noch schön machen. Aber so verlieren wir wenigstens erstmal keine Lava mehr. So, haben wir das auch hier, haben wir das auch hier. So, geht halt jetzt ein bisschen zügig. Zack, 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 zack. Das dahin, dahin, dahin und dahin. So, dann haben wir alle Bottiche jetzt leer. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal ein bisschen was raus. Haben wir jetzt noch Steine drin in hier? Nee, haben wir nicht. So, dann... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wunderbar. So, dann machen wir uns jetzt den Zaubertisch fertig und dann wartet erstmal, denn wir brauchen noch ein bisschen Lapis. Wir haben erst zwei... Achso, Zaubertisch. Gut, vergesstet. Dann machen wir halt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann machen wir uns den ersten Portal. Mir doch egal. So. Okay, haben wir das. Können wir da noch nicht verzaubern, dann stellen wir dann das olle Mesh noch mal hin. Ja, und ich werde dann zwischendurch noch mal ein bisschen komprimierten Dust erzeugen. Ja. Ja, doch, werde ich denn so machen. Gut, pack mal das Buch hier auch wieder rein. Das haben wir hier. Warum mache ich das gerade so? Völliger Blödsinn. Dann sollte ich mir ein Eisen rausnehmen und ich sollte mir noch mal ein Feuer zu Quatsch ein. Okay. Ja. Dann machen wir diesen hier. Dann machen wir uns noch ein Feuerzeug. Wunderbar. Und dann können wir uns ein Portal aufbauen. Möchte ich aber irgendwo haben, wo es mich nicht stört, weil das hört man. So, da ist unsere Hauptbasis. Hier haben wir erstmal ein Portal. Spielt ja im Grunde jetzt schon fast keine Rolle. Können wir ja erstmal so machen. So, das sieht scheiße aus. Da habe ich mich gerade völlig verplant hier. Naja, gut. Nehmen wir es mal so hin. Okay. Dann haben wir erstmal den. Dann können wir nämlich jetzt hier noch gleich das so hinsetzen. Okay. 1, 2, 1, 2. Zack. Zack. Darf mich jetzt hier nur nicht verbauen, weil sonst habe ich ein Problem. Denn ich kann natürlich auch sie ja noch nicht abbauen. Und zack. Sehr schön. So. Jetzt machen wir das wieder schick hier. So. Okay, sieht nicht so schön aus, wie ich es gerne hätte, aber ist gerade auch nicht weiter wild. Dann machen wir jetzt noch, zack, diesen da. Ja, so machen wir diesen hier, dann machen wir diesen hier. Dann zünden wir das noch an. Und was uns denn da erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Diese Augen finde ich immer noch scheiße.
Bis dahin, meine Freunde. Und tschüss.